Rauschende Feste. Trotz des Krieges geht das Leben weiter. Und mittendrin ein Mann. Als einfacher deutscher Journalist geht er an der Botschaft ein und aus. Er hat Einfluss, auf ihn wird gehört. Aber er ist Provokateur. Alkoholiker. Frauenheld, Draufgänger, und er ist Stalins Spion in Tokio. Er hat nur ein Ziel,